Willkommen zu unserem SOAR Optimist International Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast sprechen wir über Mädchen- und Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und andere frauenrelevante Themen. SOAR Optimist International ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement mit einem Netzwerk von über 75.000 Clubmitgliedern in 122 Ländern. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Herzlich willkommen zu unserem SOAR Optimist International Podcast. Ich bin die Moni und habe heute eine sehr interessante Dame bei uns im Podcast. Ihr Name ist Silke Brügel. Sie ist freischaffende Schriftstellerin, PR-Beraterin und Texterin. Werke, die man unbedingt kennen muss, sind unter anderem Dr. Hoffmann erzählt von der Liebe und All das Leben in deinem Kopf. Liebe Silke, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Und ganz kurz vorweg, was ist denn so dein Herzensthema, deine Vision oder dein liebstes Projekt bis jetzt gewesen? Ja, erstmal hallo. So eine sehr schöne Frage zu Beginn. Die Herzensthemen meiner zwei bisherigen Werke sind Aufbruch und Neubeginn und die Kraft der Fantasie und die Macht der Kunst. Und meine Vision, die sich in beiden Werken zeigt, ist ein Glaube an Toleranz, Empathie und Miteinander. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schöner Beginn. Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Silke. Wer bist du denn eigentlich überhaupt und was ist denn so deine persönliche Story? Also ich bin in Ingolstadt geboren, hinein in eine Familie mit zwei wunderbaren Schwestern und weltoffenen und toleranten Eltern. Das ist mir an der Stelle wichtig zu sagen, dass mir immer mehr bewusst ist, dass das ein Privileg ist. Ich habe dann dort Abitur gemacht in Ingolstadt, um mich kurz vorzustellen, und bin dann gleich danach für ein Jahr nach ins Ausland gereist, um Spanisch zu lernen, und habe dann in Anschluss daran in München Geisteswissenschaften studiert, Politologie, Recht und Völkerkunde. Cool. Danach hat es mich wieder ins Ausland gezogen zu einem Aufbaustudium in England und Spanien. Ich betone es deshalb, weil diese langen Auslandsaufenthalte, die schon in der Jugendzeit mit Au-pair-Stellen in Frankreich begannen, sehr wichtig sind. Diese ganzen Reisen quer durch Europa sind bis heute eine Inspirationsquelle, auch in meinem Schreiben, in meinem literarischen Schreiben. Also zum Beispiel spielt ein Teil des Romans in England und eine Geschichte aus meinem Roman spielt komplett in Paris. Und was war so der prägendste Moment für dich, an dem du entschieden hast, jetzt werde ich Schriftstellerin? Also danke für diese Frage, weil das war wirklich sehr kurios und interessant. Es war so, dass ich eben von Jugend an schon geschrieben habe, unveröffentlicht bis dahin, Gedichte, alle möglichen Kurzgeschichten, sogar auf Spanisch und längere Erzählungen und natürlich auch mal geträumt habe, aber von einem Roman. Und 2016, das war auch für mich sehr überraschend, war es dann soweit. Ich wusste auf einmal, so 2017, im nächsten Jahr beginnst du mit deinem ersten Buch. Und das habe ich dann auch gleich sogar meinen Kunden offen kommuniziert, mit vollem Risiko, weil ich musste ja dann am Anfang meine PR-Tätigkeit erheblich einschränken dafür. Also ich wusste einfach innerlich, jetzt mache ich es. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt und hatte keine andere Wahl. Und dann habe ich wirklich am 01.01.2017 um 7 Uhr mich an dem Schreibtisch gesetzt und habe mit dem Schreiben begonnen. Und veröffentlichst du jetzt selbst oder über einen Verlag deine Bücher bzw. deine Werke? Ja, also diesen Roman und dieses Erzählband, diese ersten zwei Werke, natürlich immer wieder überarbeitet, sehr intensiv. Den Roman habe ich auch mal liegen lassen, um dann nochmal mit Abstand drüber zu schauen. Und dann eben auch mit einer freien Lektorin weiter optimiert. Die habe ich jetzt im Self-Publishing erstmal veröffentlicht. Das hat auch einen ganz klaren Grund, denn es war meine Priorität, dass meine Werke, allen voran der Roman, schnell das Licht der Welt erblicken. Nachdem ich eben so lange schon für mich und für die Schublade geschrieben. Ja, das war quasi das entscheidende Kriterium,
es mit dem Self-Publishing erstmal zu beginnen. Ich habe allerdings vor, noch viel zu schreiben und werde mich dann auch an Verlage wenden. Aber in erster Linie geht es mir darum, literarisch anspruchsvolle Bücher zu schreiben und meinen eigenen Anspruch quasi, was Qualität betrifft, zu genügen. Ja. Der Schreibstil zum Beispiel, der ist mir sehr wichtig und da arbeite ich dran. Das ist echt mega inspirierend und das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Würdest du sagen, dass man es als Frau schwer hat, in dieser Branche Fuß zu fassen beziehungsweise sichtbar zu sein? Diese Sprache finde ich sehr spannend. Da möchte ich erst mal sagen, im Buchmarkt allgemein, also auch Verlage und so weiter, habe ich schon ab und zu mal gelesen, dass Frauen noch immer benachteiligt werden, zum Beispiel bei Buchpreisverleihungen oder bei Buchbesprechungen in den Medien. Das erwähne ich, weil ich es für wichtig halte, möchte aber nicht mehr dazu sagen, weil ich diesen Markt nicht kenne. Ja? Mhm. Im Self-Publishing, deshalb ist es auch eine sehr spannende Frage, hat man als Frau keine Nachteile erstmal. Im Gegenteil, es gibt eine aktuelle Umfrage von einem Self-Publishing-Forum, dass Frauen im Self-Publishing sogar im Durchschnitt mehr Geld verdienen. Und das gilt auch gerade bei den Top-Verdienerinnen und Verdienern, also den Self-Publishern, die das wirklich professionell machen, um davon zu leben. Eine Bemerkung ist mir aber noch wichtig, unabhängig von den zwei Märkten, dass ich alle Frauen, und das ist mir ganz wichtig, die neben Kindern, Haushalt, Familie etc., ja, die Disziplin haben, regelmäßig zu schreiben, wirklich bewundere. Und Frauen, die jetzt hier überhaupt keine Unterstützung bekommen, die haben es schwer, weil es natürlich viel Arbeit bedeutet und regelmäßige Zeit, die man dann für sich braucht. Und wie schwer das ist, sehen wir ja alle in der Zeit momentan. Darüber haben wir auch schon in einem Telefonat, das wir zusammen geführt haben, gesprochen. So die Corona-Zeit, vor allem Künstler, Artisten, Autoren, das ist ja eine wirklich sehr, sehr schwere Zeit. Ja, und weil ja auch keine Lesungen möglich sind, das geht jetzt erst langsam an, aber und die Kinder oft, also jetzt wird es ja besser, aber in den letzten Monaten ja die Kinder dann auch zu Hause waren, also. Ja. Aber es wird ja besser, sind wir einfach optimistisch. Ja? Definitiv, müssen wir sein. Das ist wichtig. Was würdest du denn jetzt genau Frauen mitgeben, die selbst Romane bzw. Bücher schreiben wollen? Also vor allem jetzt mit Hinblick auf die Corona-Zeit, das, was jetzt gerade passiert ist. Was ist denn so dein größter Tipp, den du den Damen oder den Frauen da draußen ans Herz legen kannst? Also diese Frage würde ich sehr gerne jetzt wirklich etwas unabhängig von Corona beantworten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin in der tiefen Überzeugung, dass das Wichtigste ist, dass man authentisch ist. Das gilt in allen Berufen, in fast allen Bereichen, aber natürlich auch ganz stark beim Schreiben. Das heißt, man muss sich genau überlegen, was ist eigentlich mein Ziel? Warum schreibe ich? Was will ich erreichen? Also will ich zum Beispiel mich selbst verwirklichen an erster Stelle, was ja sehr viele Autorinnen wollen. Oder geht es mir jetzt darum, Geld zu verdienen? Was man ja auch zum Beispiel im Self-Publishing-Bereich wirklich kann. Ich bin wirklich überzeugt, dass es ganz egal ist, ob man einen Liebesroman schreibt für einen ganz großen Markt oder Krimis oder Gedichte verfasst. Entscheidend ist wirklich, dass man auf sich selbst hört und dass man wirklich das schreibt, was in einem selbst steckt. Und es muss Spaß machen. Auch das ist wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, zu schreiben, wenn man keinen Spaß macht, sondern das aus anderen Motiven heraus macht und sich quält dabei. Lass uns doch mal über deine Werke sprechen. Ganz kurz vorab als Frage, um was handelt es sich denn genau oder hauptsächlich in deinen Werken? Ja, also in meinen zwei bisherigen Büchern geht es in beiden Büchern ganz stark um die Themen Aufbruch und Neubeginn. Zum Beispiel im Roman und all das Leben in deinem Kopf geht es um zwei Schwestern, Halbschwestern ganz konkret, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben sind. Die eine ist Schriftstellerin und die andere Literaturwissenschaftlerin und beide brechen auf, um mehr Klarheit zu bekommen über sich selbst, über ihre Familie, über ihre beruflichen und privaten Ziele, aber auch über nicht verarbeitete Dinge aus der Vergangenheit. Insbesondere über den Verlust geliebter Menschen.
Und es gibt in all meinen Büchern sehr viel Raum für eigene Vorstellungen und jede Menge Überraschungen und Wendungen und Ausflüge in die Fantasie. Ganz, ganz wichtig ist mir, und auch das ist in dem Roman so und auch in den Stories, dass immer wieder die Protagonistinnen Unterstützung von außen bekommen, meistens durch empathische fremde Menschen. Und das immer vollkommen unerwartet. Durch Begegnungen am Wegesrand, also mit Gleichgesinnten, aber auch mit Menschen, die eher am Rand unserer Gesellschaft stehen und die ihnen wichtige Impulse geben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Empathie, Toleranz und Miteinander ganz wichtig sind und auch die Wertschätzung von sogenannten Außenseiterinnen sind ein Thema in meinen Büchern. Mhm. Würdest du auch sagen, dass es in deinen Büchern auch so um starke, selbstbestimmte Frauen geht? Ja, auf jeden Fall. Denn entscheidend ist es, nicht aufzugeben in meinen Büchern und immer weiterzumachen und auf sich selbst zu hören. Ja, vertraute Bahnen mal zu verlassen, wenn es notwendig ist. Und ich will eben Frauen mit diesen Geschichten Mut machen, selbstbestimmt zu leben. In dem Sinn sind sie stark. Denn wenn Frau es wagt, eigene Wege zu gehen, dann ist sie für mich stark. Auch wenn es erstmal nach unten geht, ja. Hauptsache, sie stellt sich ihren Ängsten. Und wichtig ist es auch nicht wegzulaufen, sondern bereit zu sein für Veränderungen. Und wenn man mal in der Sackgasse ist, dann kommen wir Frauen gestärkt wieder hinaus. Das ist die Message, die mir sehr, sehr wichtig ist. Sehr, sehr schön. Also, ich brauche da jetzt nicht nochmal über das Ziel zu sprechen, weil du hast es mir gerade so schön beantwortet. Als Abschlussfrage hätte ich jetzt noch an dich, gibt es eine Passage oder ein Zitat aus deinen Büchern oder aus einem deiner Bücher, das du uns mitgeben möchtest? So eine Art Appell auch. Auf jeden Fall. Darf ich trotzdem noch eine ganz kleine Anmerkung machen zu dem Ziel? Klar, klar, auf jeden Fall. Das stimmt. Das eine ist eben, dass ich die Frauen, starke Frauen anregen möchte, stark zu werden oder noch stärker. Aber es geht mir auch ein bisschen darum, das sage ich ja, sie von der Bedeutung zum Beispiel von Kunst zu überzeugen und die sie in unserem Leben hat und auch welche Bedeutung Fantasie hat in unserem Leben. Und das passt dann sehr schön zu der Abschluss, bitte nochmal was zu zitieren. Wenn ich darf, würde ich gerne zwei Zitate bringen. Geht das? Gerne, natürlich. Aus dem Grund eben einmal aus dem Roman. Das ist ein Zitat vom Dennis. Das ist der Abenteuerheld und Astronaut aus der fantastischen Geschichte in einem Roman. Der sagt das zu der einen Schwester, die Schriftstellerin und die ihn quasi selbst erschaffen hat. Am Schluss des Romans oder gegen Ende, das Zitat lautet folgendermaßen: Du und ich, wir alle brauchen in unserem Leben jetzt viele schöne Dinge. Dinge, die sehr stärker sind als Ablehnung, Misstrauen, Hass oder Gewalt. Jetzt können die Verletzungen heilen. Jetzt ist ein Neuanfang möglich. Ich bin so stolz auf dich. Genau das brauchen wir jetzt überall. Wir brauchen Liebe, Toleranz, gute Ideen, die Kraft umzusetzen. Wir brauchen Literatur, Musik, Kunstwerke, die Mut machen oder Trost spenden. Alle Lebewesen vereinen und niemanden ausschließen. Das ist das erste Zitat. Und dann zum Schluss noch ein kurzes Zitat aus der Story, die heißt Rendezvous mit Charles im Museum. Aus Dr. Hoffmann erzählt von der Liebe, wo die junge Protagonistin Lisa für sich selbst erkennt im Museum. Die Zukunft liegt vor dir, strahlend, schön, kunterbunt. Es gibt keine Fehler, die irreparabel sind, keine Entscheidungen, die dich für immer vom Kurs abbringen. Was es gibt, ist die grenzenlose Freiheit in deinem Kopf. Wahnsinn, echt, ich habe Gänsehaut. Sehr, sehr schöne Passagen, die du dir ausgewählt hast. Und man merkt auch von deinem Schreibstil, du hast so diese Gabe, mit schönen Worten die Herzen der Menschen zu berühren. Meins hast du auf jeden Fall berührt. Liebe Silke, ich bedanke mich wirklich aus tiefstem Herzen für dieses wundervolle Gespräch mit dir
Und ich werde alle Links zu deiner Website, zu deinen Büchern und zu dir selbst einfach verlinken in den Shownotes. Die Leute, die sich gerne die Bücher kaufen oder herunterladen wollen, beziehungsweise einfach in Kontakt mit dir treten wollen, werden sich dann bei dir melden, wenn das okay ist für dich. Das ist ganz wunderbar. Super. Vielen Dank dann für das Interesse. Dank.